Moin Leute, willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Mein Name ist Dan, ich bin endlich wieder halbwegs bei Stimme und wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Wir schauen uns heute die Neuerungen am Interface von The Division 2 an. Und ab geht's! Ja, wir warten auf Titelaktualisierung 6. Ich hau hier mal die Leuchtfackeln raus. Schön, dass ihr hier seid. Lasst uns mal ein paar Abos da. Wir sind bei fast 400. Ja, wir hatten Langeweile. Was habe ich gemacht? Ich habe hier Katzengräber gefunden mit dem Fotomodus in der Mission und habe mich auch noch auf die Suche gemacht nach einem Terminator-Meme hier im Spiel. Eine kleine Anspielung auf Terminator 2 mit einem Screenshot, den ich euch jetzt unten rechts mal einblende. Ist ganz lustig. Aber kommen wir jetzt mal zum Eingemachten hier. Buddha bei die Fische, das neue OI. Ihr habt hier unter anderem 12 Loadout-Slots, jetzt was ziemlich cool ist. Ihr braucht auch nicht mehr in die Operationsbasis, um die Spezialisierung zu wechseln. Denn die wird jetzt berücksichtigt, genauso wie eure Granaten. Was eine ziemlich coole, aber auch ziemlich einfache Änderung ist, die ich aber wirklich vermisst habe. Ich hab's gehasst, immer in die Operationsbasis zurück zu müssen. Wie habt ihr das gesehen? Um eine Spezialisierung zu wechseln, schreibt mir mal unten drunter. Und wir machen weiter mit Punkt Nummer 2. Da wird es dann auch jetzt wieder interessant. Es gibt jetzt ein Farben- und Skins-Menü. Das neue Farben- und Skins-Menü listet alle Waffenskins auf und Ausstattungsfarben, die ihr so in eurem Besitz habt. Und damit ihr die leichter anwenden könnt, könnt ihr dann die gewünschte Farbe auswählen oder den gewünschten Skin und dann für alle Ausstattungsteile oder die ausgerüstete Waffe direkt im Menü aufsetzen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Nummer 2. Grundschadenanzeige wurde verändert in Episode 2. Die Besucheroberfläche versorgt uns jetzt mit mehr Informationen über den Waffenschaden, insbesondere den Grundschaden. In Zukunft zeigen alle Waffen den verbesserten Schaden an und wie er sich zum Grundschaden der Waffe verhält. Das sehen wir jetzt hier mit einer kleinen witzigen Animation drauf. Ihr seht es da oben. Da habt ihr den Base Damage plus den Bonus Damage und das ist eine ziemlich coole Neuerung. Nächster Punkt, das Mod-Inventar. Zum Mod-Inventar haben die Entwickler jede Menge Feedback erhalten und deshalb gibt es auf der Benutzeroberfläche eine verbesserte Navigation. Das wurde alles neu gestaltet. Wenn ihr das jetzt öffnet, findet ihr die Mods in drei Kategorien unterteilt: Angriff, Verteidigung und Zusatz. Es gibt noch eine vierte Kategorie allgemein, wenn man noch alte Mods im Inventar hat. Die werden dann da reingeschmissen. Darüber hinaus gibt es eine optionale Gitternetzansicht für die Mods im Inventar. Das ist alles jetzt ein bisschen aufgeräumter und wir haben kein Chaos mehr. Der nächste Punkt, der zu dem jetzt kommt, benannte Items. Benannte Ausstattungsobjekte werden mit Episode 2 kräftig überarbeitet. Nicht zuletzt deshalb wollen die Entwickler, dass die Spieler diese wertvollen Objekte samt ihrer perfekten Talente im Inventar leicht finden können. In Zukunft werden alle benannten Items mit einem Rangabzeichen und Wasserzeichen versehen in V-Form und einem in der High-End-Item-Textfarbe geschrieben. Das sehen wir hier ganz schön mit dem Night Watcher benannten Item, da bin ich auch mal gespannt für die ganzen Nachtdienste hier. Ich finde das cool, dass das so heißt. Kommen wir jetzt zur neuen Markieren als Option im Inventar. Ihr könnt jetzt alle Objekte als Spende markieren oder für die Rekalibrierung markieren. Erstere markierte Objekte für die Projektspenden, während die letztere sie als Rekalibrierungsmaterial markiert. Das macht völlig Sinn. Was erzähle ich eigentlich für einen Quatsch? Mit dieser neuen Option kann man jetzt Objekte leichter für den jeweiligen Bedarf markieren. Als Favorit markieren ist natürlich weiterhin auch noch verfügbar. Und der nächste Punkt, weiter geht's, die Spielerübersicht. Die Spielerübersicht bietet jetzt mehr Vorab-Informationen an einem einzigen Ort. Schaden der ausgerüsteten Waffe und Schuss pro Minute werden hier im linken Teil der Benutzeroberfläche aufgeführt, ebenso wie die Fertigkeitenstärke aller ausgerüsteten Skills. Beim Durchsuchen des Inventars werden außerdem Vergleichswerte angezeigt, was ich ziemlich gut finde. Da haben wir schon wieder eine Neuerung, die uns das Leben einfach erleichtert, die Übersicht verbessert und das hat Massive echt toll gemacht. Ich finde das gut. Wie findet ihr das? Schreibt es mir unten runter. Und der nächste Punkt, Statistikseiten. Mit Episode 2 wird eine detaillierte Aufschlüsselung aller Attribute, Statistiken und Talente auf der Spielerstatistikseite zu finden sein. Dort wird alles aufgeführt, was in die hervorgehobene Statistik einfließt. Also ich hoffe auch, dass der Explosionsschaden jetzt endlich mal eine Kategorie bekommt. Der wurde nämlich vorher nie angezeigt und der existiert ja, ne, als zusätzlicher Bonus. Und ich finde, um da eine bessere Übersicht zu erreichen, fände ich das ganz geil, wenn man das mit reinnehmen würde. Wobei jetzt natürlich die Talente nicht mehr stacken. Ich bin gespannt.
Dann hier der Gesamtausstattungsplatz. Dort, wo man vorher kontaminierte Objekte gefunden hat, listet jetzt ein Ausstattungsplatz nun zentral alle neuen Ausstattungsteile auf. Das sollte dabei helfen, das neue Loot effektiver verwalten zu können. Generell wird hier sehr viel Wert auf Verwaltung gelegt, also auf eine einfachere Verwaltung, damit ihr nicht so ein absolutes Chaos habt. Ihr könnt da auch noch schön sortieren hier im Optionenmenü. Da gibt es jetzt eine Gitternetzdarstellung, um die Navigation noch effizienter zu gestalten. Ich finde, das sind gute Neuerungen. Das haben wir eigentlich gebraucht, sollte eigentlich von Anfang an drin sein. Jetzt gibt es auch noch hier Filtern und Sortieren, das wäre der nächste Punkt. Die Entwickler wissen, dass es in Division 2 eine Menge Loot gibt und die möchten dafür sorgen, dass ihr die Beute in eurem Inventar leichter findet. Aus diesem Grund haben sie in allen Inventarkategorien einen Filter eingebaut, der euch dabei hilft, die Ausstattung zu finden, die ihr benötigt. Boah, geil, wenn man da mal von Anfang an drauf gekommen ist, wäre eine coole Sache. Zusätzlich zu diesen ganzen Oberflächenänderungen gibt es natürlich noch ein paar optische Änderungen. Da möchte ich jetzt auch noch drauf eingehen. Es gibt den Ausgerüstet-Status. Ausgerüstete Waffen und Ausstattung sind im Inventar jetzt ein bisschen deutlicher zu erkennen. Farbige Attribut-Icons und Vergleichspfeile. Die neue Optik der Farbattribute für Farbattribute und Vergleichspfeile für hervorgehobene Ausrüstung ist jetzt auch mit drin. Aktuelle Sortierung und Filter. Die aktuelle Sortierreihenfolge und die aktiven Filter werden am unteren Rand der Inventarliste angezeigt. Verdeutlichung der Fertigkeitsstärke beim Ausrüsten. Die Werte der Fertigkeitenstärke werden beim Ausrüsten der Fertigkeit verdeutlicht. Modplätze auf Objektkacheln, explizite Darstellung von Modplätzen auf Objektkacheln wurde auch nochmal verbessert. Der Kamerazoom bei Kategorieauswahl bietet die Möglichkeit, an Waffen und Ausstattung heranzuzoomen, auch eine schöne Sache. Und die visuelle Darstellung einzigartiger Talente zeigt die Verwendung eines einzigartigen, nicht stapelbaren Talents an. Ich finde das alles ganz geil. Wie findet ihr das? Lasst mir mal schön eure Meinung unten drunter in dem Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Und klickt mal hier links auf Abo, denn wir sind fast bei 400 und ich würde die gerne voll machen. Und rechts findet ihr nochmal Videos, falls ihr das hier geil fandet und noch mehr Infos zu Division 2 oder anderen Spielen haben wollt. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen als bis denn, euer Dan.